Und hiermit herzlich willkommen zurück zum U Truck Simulator 2. Und wieder ist der Ansgar dabei. Guten Tag. Ne? Und ich. Wieder ist eine Woche vergangen. Ja, boah, wie schnell das doch alles geht. Und wir stecken hier immer noch irgendwo in der Pampa an der polnischen Grenze. Aber gut. So. Dann machen wir mal wieder alles startklar. Draußen ist es, glaube ich, wieder scheiße kalt. Ja, minus 2 Grad. Also, so wie vorher. So. Machen wir alles hier klar. Huch. Noch Licht an, ist ja nachts. Hier. Dunkel. Düster. Wie auch immer. So. Dann begeben wir uns mal wieder auf die Autobahn. Wunderbar. Ja. So. Letzte Folge hatten wir das Thema, neben dem Taschenthema, ne? Hatten wir die Gamescom angesprochen, so. Genau, die Gamescom. Zum Thema Ziele eben für Nordrhein-TV insgesamt, so. Beziehungsweise, was steht an? Was steht an, ja. 2014. Oh, ja, was auf jeden Fall auch noch ansteht, ist ja die Fotokina. Da werden wir auf jeden Fall auch mal ein paar Nachmittage noch hinreisen. Dann nicht in dem Umfang von der Gamescom, aber auf jeden Fall mal hin, um zu gucken. Ist ja auch mal schön, da sieht man ja auch interessante Sachen wirklich. Also war ja da geht es ja auch besuchermäßig immer ganz gut. Ja, ja, ist halt dann nochmal ein bisschen spezialisiert. Also ich glaube, da gibt es im Gegensatz zu der Gaming-Branche jetzt auch nicht so viele Anhänger so da. Also jetzt so in diesem Sinne, ne? Ja, ja, klar. Das ist eher dann so Fachgebiet. Aber finde ich immer ganz interessant, was man da sieht. Also ich war ja nicht da, aber man schaut sich ja dann doch mal um, so was da alles präsentiert wird. Und das ist ja echt toll dann. Ja, da sieht man immer, was es alles für tolle Sachen gibt im Kamerabereich, die man sich aber nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist dann immer auch, also ist ja sowieso ein teures Hobby. Ja. Ja, Thema teures Hobby. Florian und ich haben vor einer Woche und paar Tagen, zwei Tagen, unser neues Studio aufgebaut. Ja, genau. Video muss es auch schon irgendwo geben, auf dem Movietorial-Kanal oder sowas. Und eigentlich ist das eine tolle Sache, aber wir haben ein extremes Problem mit dem Hall. Habe ich natürlich auch erst zu Hause festgestellt. Also man merkte es auch da, aber ich dachte, das Mikrofon würde das so abfangen, aber falsch gedacht. Naja, und jetzt? Ja, jetzt muss man improvisieren, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir es lösen. Ist halt immer so, das sind so die Sachen, ich wollte in den Ferien möglichst viel für Nordrhein-TV aufnehmen, damit ich in der Schulzeit Zeit habe. Tja, falsch gemacht. Und dann unterbricht einen immer so eine Scheiße. Also wirklich, es ist immer das Gleiche. Irgendwas funktioniert nicht oder sowas. Das sind immer die unerwarteten Sachen. Es ist Kacke. Und sowas nervt mich. Sowas muss aufhören im Jahr 2014. Ja. Da kann ich nur wieder sagen, also ich kenne da jemanden, der hat dann die Einstellung eben, ja, gäbe es sowas nicht, wäre es langweilig, das Leben, ne? Ja, aber diese Fehler, die müssen nicht sein. Da wird man viel schneller vorankommen. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass es ein 87-jähriger ehemaliger Ingenieur ist. Ja. Gut, der Ingenieur. Dem ist auch nichts zu schwer, ne? Also mich nervt sowas. Und ich könnte da ohne so eine Scheiße echt gut leben. Ja. Nee, es nervt mich richtig. Ja, sowas ist. Vor allen Dingen, das war ja jetzt, also es war ja kein großer Aufwand, aber man freut sich dann immer so und dann macht's. Ich glaube, so Momente, die einen so für so eine Woche oder sowas mal so richtig runterbringen oder für ein paar Tage so richtig runterbringen, die sind wichtig. Glaube ich, dass das für eine fürs Leben, das Leben ein bisschen interessanter macht. Aber also so keine Ahnung, wenn irgendwas passiert, ist nicht, dass man das jetzt, dass man immer daran denken muss, sondern einfach für eine Woche einfach mal so das Gefühl hat, jetzt ist es kaputt.
Aber wenn du dir fest was vorgenommen hast und einfach, es geht nur um Massen, also eine Masse abzuarbeiten quasi, dann finde ich das extrem scheiße. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es ist bei Schulaufgaben, gibt es auch noch so Momente, die ich extrem hasse. Wenn du so dir die Woche aufgeteilt hast und dir denkst, okay, ich mache das so, dass ich jeden Tag so ein bisschen was mache, sodass ich am Wochenende komplett fertig bin mit allem und für die neue Woche eben alles habe. Mhm. Und du hältst dich auch an diesem Plan und irgendwann kommt so dieser Moment oder dieser Tag, wo dir einfach jeder Lehrer so Scheiße noch reindrücken muss. Dann musst du da noch Hausaufgaben machen und da noch einen Aufsatz schreiben und da noch irgendwas bis morgen fertig kriegen und so. Und dann ist auf einmal alles kaputt. Alles, was du dir so ausgedacht hast, ist dahin. Das finde ich auch noch extrem scheiße. Zeit, die du dann schon verplant hast, ist quasi nicht mehr vorhanden. Und dann auch so, obwohl ja alle immer sagen, irgendwie, keine Ahnung, Instrument spielen und sowas ist ja gut, ne? Freizeit ist wichtig und so, aber sowas ist dann nicht mehr da. Weg, ja. Plötzlich verpufft alles in einer schönen kleinen Wolke. Ja, ne? Früher war alles besser. Ja, von wegen. Aber gut. Naja, obwohl solche Probleme muss man immer relativ sehen, finde ich. Also. Naja, also ich versuche mir immer den Samstag so frei zu halten von allem, was Schule angeht. Und wenn das nicht mehr möglich ist. Dann geht's wieder auf den Sonntagabend, ne? Also so ist das bei mir manchmal leider. Ja, ich, also wenn ich so, der Schulrhythmus ist so, dass ich so Montag bis Donnerstag eigentlich so, ja, halt normal immer alle Hausaufgaben und sowas mache. Freitag bin ich dann meistens so down, dass ich nichts mache. Samstag ist grundsätzlich der freie Tag und dann muss alles Sonntag gemacht werden. Mhm. Oh, kenne ich. Also kenne ich irgendwo, ja. In Extremfällen Freitag und Sonntag, aber Samstag ist frei. Ja. Ist schon mal besser, als sich die ganze Zeit am Samstag was vorzunehmen und es dann doch nicht machen. Ja, gut. Komm, aber dieses Jahr wird alles besser. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt so richtig. Ich bin da auch so ein bisschen pessimistisch. Also jetzt so. Naja, auf der anderen Seite, wenn man. Leben wird es, glaube ich, ganz gut. Ich meine, wir schreiben ja unseren Abschluss. Unseren vorläufigen Abschluss, muss man ja sagen. Also schmeiß jetzt nicht die Schule, sondern nur die Zwischenprüfung quasi. Das glaube ich, wird ganz gut so. Ja. Und dadurch auch das Zeugnis wird, glaube ich, ganz okay. Aber so bezogen auf die Welt, glaube ich, wird es dieses Jahr richtig scheiße. Politisch weiß ich nicht. Kannst du alles in die Tonne kloppen? Ich meine, dass jetzt die CDU wiedergewählt wurde, das ist ja schon quasi der Tod. Oh, jetzt sprichst du aber hier Sachen an. Ja, da sieht man auch meine kritische Haltung. Also ja. Also ich finde kritisch manchmal besser als diese Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, alles abkaufen. Und einfach ich nur bin wirklich jetzt nicht so ein typischer Typ für den Hass am Konservativen. Manchmal ist das Konservative auch was Besseres, aber die CDU ist einfach so durchlaufen von Inkompetenz. Und wird so beeinflusst von Lobbyismus. Also ich finde das Ding, diesen Kackverein, kannst du wegschmeißen. Bah. Ja, harte Worte vom lieben Ansgar, ne? Ja, aber ich denke, da politisch muss sich einiges tun. Und wenn sich da nichts tut, dann ist das auf Dauer echt eine Belastung. Ja, vor allen Dingen macht's alles kaputt. Ja, es wird nicht besser dadurch, auf keinen Fall, ne? Das Problem ist halt, dass das klingt jetzt wie so ein, wie aus dem Link von so einem, wie aus dem Mund von so einem Linksüberzeugten, bin ich aber gar nicht. Ich finde nur, dass das Problem in Deutschland mittlerweile ist, dass Unternehmen oder einzelne reichere Personen mehr zu sagen haben als ein Politiker mitunter.
Stimmt, das ist gefährlich. Man hört, ist für mich, ja. Also in meinen Augen ist das absolut gefährlich. Man hört es immer, es sind da meistens so, ich sag mal, kleinere Sachen, so, ne? Aber trotzdem, da merkt man ja schon, da ist irgendwie was im Kommen, ne? Die EU, das ist der größte, ich sag mal, Kackverein. Also klar, das hat auch, muss man fairerweise sagen, die EU hat auch gute Sachen, dass man in Spanien genauso mit dem Euro zahlen kann wie hier, ist, finde ich, eine gute Sache. Aber dass Gesetze ganz offensichtlich nur im Interesse von einzelnen Verbänden oder so gemacht entstehen, dass also für die Bürger überhaupt nichts dabei rumkommt, finde ich eigentlich dumm. Ich verstehe auch nicht, warum sich dagegen keiner aufregt. Und mit der Sache hier, Thema schlechte Sachen im Jahr 2014, Abhöraffäre. Oh ja. Ja, auch so eine Sache. Aber da traut also sich niemand dran an dieses Thema. Genau. Das ist 2013 hatten wir den Eklat, da kam es raus, aber niemanden hat es interessiert. Also ich meine, selbst wir haben uns ja nicht auf die faule Couch gelegt, sag ich mal, und haben ja wenigstens schon mal ein Video drüber gemacht. Kann man sich jetzt streiten, ob es was bringt oder nicht? Es ist auf jeden Fall etwas, ja. Aber es gibt ja total viele Leute, denen geht das sowas von am Arsch vorbei, und das ist. Weil ich naja, also wie gesagt, bei dieser Diskussion fand ich sowieso, hoppala, was ist denn jetzt los? Gerade war Standbild, aber aber bei dieser Diskussion finde ich sowieso das Beste, dass es erst hieß, ja, hier Bundestag und so wird nicht abgehört und so, alles kein Problem, ne? Und so, und dann sobald man mitbekam, dass Angela Merkels Telefon, ne, beziehungsweise Handy, ne, abgehört wird, da ging es dann richtig los. Aber erst dann, also was heißt richtig los, ne, dann sagt man, hoch, hups. Dann hat man es erst wirklich eingesehen, fand ich. Das Problem ist auch, dass viele Politiker, glaube ich, nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, das ist natürlich auch ein schwieriges Gebiet. Also dann heißt es ja auch immer, oh, wir dürfen unsere Freundschaft mit den Staaten nicht plätten. Genau. Aber ich finde, das ist keine offene Freundschaft. Das ist ja irgendwie was Komisches. Was ist das für eine Freundschaft? Das ist... Ja. Es ist... Ne? Es ist so eine Sache, wir hängen auch mehr von den USA ab, als die meisten Leute das glauben. Ja. Das denke ich auch. Ist einfach so. Ist einfach ein Problem, aber trotzdem bringt es nichts, deswegen, wenn wir das eigentlich kann Problem jetzt totschweigen. Ne? Ja. Gut, aber eigentlich kann die CDU jetzt auch nicht, oder sie kann schon, aber nicht ohne größere Verluste, könnte die jetzt sagen, okay, wir brechen alle möglichen Abkommen mit den USA ab, als Strafe. Ja. Weil man sich da als Deutschland irgendwo ins eigene Fleisch, beziehungsweise ins Fleisch der vieler Unternehmen, in Unternehmer schneiden würde. Ist halt alles so eine komplizierte Sache. Naja. So, sehr, sehr tiefgründig, sehr politisch, diese Folge. Ja. Das glaube ich noch nie. Von den Framezahlen leider wieder hoch. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Schlimm ist das. Ach, rote Ampel überfahren, Leute. So, jetzt kommen wir wieder aus unserer Tiefgründigkeit raus und gehen in Rage. Meine Güte. Boah. Die sind aber auch pingelig hier. Ganz ehrlich. Sonst heißt es immer, die Polizei ist unterbesetzt, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. In dem Spiel nicht. Aber hier stehen sie irgendwie, ne? Hinter jeder Ecke. Oder die haben schon überall da oben Kameras reingesetzt. Boah. Da hat man wieder 300 irgendwas Euro verloren. 350 waren es, glaube ich. Ich habe gar nicht drauf geachtet, weil ich dachte, ich bin nur noch über Grün gefahren. Muss ich mir gleich nochmal angucken, ob ich wirklich über Rot gefahren bin. Aber ich glaube, ich bin soeben drüber gekommen eigentlich, aber... Ach Gott, Leute. Ja, das ist das Problem an nicht intelligenten Polizeifahrzeugen in Spielen. Beziehungsweise Polizisten in Spielen.
Ja, die können natürlich nicht unterscheiden, ne? Mhm. Da wird jeder kleinste Verstoß, und sei es nur ein Millimeter, ja, gewertet. In der Realität werden Bankautomaten geschlossen für längere Zeit, bleiben dann irgendwie nur eine Stunde mittags auf oder so, wegen Vandalismus, weil da keiner kurz vorbeigucken kann, ne? Mhm. Hab ich auch gehört. Wo waren das nochmal? Ja. Direkt hier bei uns auch. Ach. Mhm. Bei euch? Ja. Ich frage jetzt mal nicht, wo das ist, ne? Überall. Aber das ist ja nicht nur, das ist ja überall ein Problem. Vandalismus und dass da eben keiner guckt. Und das Schlimme ist ja eigentlich gegen Vandalismus, man kann ihn ja nicht verbieten oder so, sondern man muss wirklich da langfristig irgendwas tun. Und da muss man dann wieder in keine Ahnung was alles investieren, ne? Eben damit zum Beispiel Jugendliche besser, keine Ahnung, aufgefangen. Okay, klingt jetzt alles ein bisschen komisch, aber. Also, dass man denen irgendwie auch Freiraum lässt für Aktivitäten, dass sie jetzt eben vielleicht nicht direkt da irgendwie, keine Ahnung, was machen müssen. Also Jugendliche, okay, Jugendliche klingt jetzt, ich habe früher auch immer gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, wenn ich dann damals auf dem Autoteppich noch, ne, vor langer Zeit gespielt habe, dann hieß es auch immer, die Jugendlichen haben den Bus kaputt gemacht, ne. Ja, habe ich auch gesagt. Ja, ich finde die Sachen. Also wenn es aus Not passiert, dass man aus Not eine Bank stürmt, weil man einfach nichts hat und sich irgendwie ernähren muss, dann ist das eine andere Sache, als wenn das aus Langeweile von, ich nenne es jetzt ja auch mal wieder, von Jugendlichen passiert. Und diese diese Langeweile bei Jugendlichen ist ja oft darin begründet, dass eben irgendwie, ja, dass zu Hause eben keiner ist und dass potenzielle Anlaufstellen wie Jugendzentren oder sowas. Ja, das schließt immer ja alles. Zum Beispiel irgendwie Sporthallen dann schließen einfach. Ja, genau. Und dann heißt es, ja, ne, könnt ja nicht mehr sein. Ne? Und die Zeit, die man vielleicht sonst da verbracht hätte, verbringt man dann eben irgendwie mit Freunden auf der Straße und ist vielleicht gefährlich. Ja, eigentlich nicht immer, aber es gibt halt da Gefährdete. Klar, nicht immer, und um die muss man sich eben gerade kümmern. Ja. Und das ist ja nicht böse gemeint, dass man. Okay, das klingt jetzt auch wieder falsch eigentlich. Man muss wir wollen ja nur helfen, ne? Nee, aber. Ja, das ist auch immer so ein komisches, ne? Will ja nur helfen. Aber, so, jetzt habe ich den endlich eingeparkt bekommen. Aber trotzdem, da muss man irgendwie einfach auf lange Sicht irgendwas hinkriegen und nicht irgendwie zu Tode sparen, ne? Was ja zurzeit einfach passiert. So, aber jetzt nochmal zum Euro Truck Simulator. Fahrt beendet, ausgezeichnet, ne? Digga 500 haben wir sicher nach, ne? Lötsch gebracht, oder wie wir es auch immer nennen. Und wir sind jetzt Level 12 geübte Arbeiter, also immer noch geübte Arbeiter. Und steuern somit schon auf Level 13 langsam zu, das ist doch schon mal was, ne? Tja. Ja, wir sind jetzt ganze 466 Kilometer in den zwei Folgen gefahren. Also 17 Stunden und, also 7,5 Stunden, 17,5 Stunden, so, jetzt habe ich's. Und haben 230,1 Liter verbraucht. Das ist doch was. So. Ja, aber dann haben wir auch unser 13.819 Euro Cash in der Tasche, ne? Cash. Wo wir wieder bei der Tasche sind. Und jetzt können wir sogar noch eine Fähigkeit ausbauen. Und ich denke mal, wir erhöhen hier mal was von diesen Chemikalien, also von diesen Sachen hier. Was kann man denn hier? Man nennt sie auch Chemikalie, ne? Mhm. Klasse 6. Toxische und infektiöse Stoffe. Aha, was ist da? Gesundheitsgefährdende Stoffe. Ah. Kaliumcyanid. Aha. Ja, ja, alles Schöne. Pestizide, Biogefahr, infektiöse Virenkulturen. Ah, das ist ja auch was Schönes, ne? Ja. Gebrauchte Nadeln, immer. Ja. Aber ich glaube, dann können die nicht mehr entzogen werden, diese Errungenschaften. Nee, ne? Das ist das Schöne. Ja, oder vielleicht auch so schlechter. Ja. Und als nächstes kommt dann die Klasse 8, nämlich die ätzenden Stoffe. Aber das kommt dann eben erst nächstes Mal. Ja, schön, dann können wir so ein bisschen rumtransportieren hier. Ein bisschen böse Sachen. So, wunderbar. Ja. Und dann würde ich sagen,
dann beenden wir hier auch mal die Fahrt. Mhm. Und dann sage ich mal tschüss. Tschüss.